Leute, geile Pfütze. Ich glaube, wir saufen gleich ab. Krass. Wow. Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfen. Dampfende Pferdeäpfel. Mampf niemand. Nee, weißt du, was lustig war? Ich weiß noch, als Ori mit seinem Puffbus, wir waren auf so einer Gartenparty und dann hinterher wollte Ori nach Hause und wollte mich auch nach Hause fahren und zwei wollten irgendwie zur Tankstelle und wollten da Wodka kaufen. Colin hat hier weiße Haare am Rand. Das ja, und hier ist voll ich krass. Ja, aber die sind schon fast rausgewachsen. Ja, ich weiß. Man sieht es nicht mehr so sehr, aber das, der weiße Fleck ist schon sehr präsent. Der ist sehr fresh. Nee, auf jeden Fall. So, hier schöne Kratzer. Wie sind die da reingekommen? Kannst du die Geschichte dazu mal erzählen? Ich erzähle doch gerade eine andere Geschichte. Ja, aber dann kannst du die danach weiter erzählen. Ja, da ist halt mal jemand dagegen gefahren. Ach so. Ich habe da halt gemeint, ja, das passt so nicht. Und er halt, ja, egal. Und fährt halt einfach weiter rückwärts und richtig ins Gebüsch rein. Das macht so richtig Scheiße. Und dann sage ich so, ja, schön. Und dann denkt er so, ah, egal. Und dann machst du so und fährt so weiter vorwärts. Und dann fährt er nochmal ein Vollgas in dieses Gebüsch rein. Und dann so, oh, passt nicht. Dann lässt er weiter rückwärts und gibt noch mehr Gas. Und dieser komplette Baum knickt schon so richtig ab. Und du hörst diese ganzen Gestrüpp, was da so richtig knickt und so Knirsch macht und alles. Und dann ist so krass. So, wir sind wieder im Auto, Leute. Im Toyota Auris. Wo ich am Anfang habe ich immer jedes Mal gefragt, ob das eigentlich ein Hybrid ist, weil ich dachte, den Toyota Auris gibt es nur als Hybrid. Ja, den gibt es ja auch, glaube ich, fast nur als Hybrid. Ja, aber eben nur fast nur. Ja. Und ja. Was habe ich hier für ein Tier? Ein komisches. Boah, der Sound, Leute. Wollen wir eine Vollbremse machen? Ja. Krass. Das war eine richtig schlechte Vollbremsung, oder? Ey, wir sind auch voll gerutscht. Ich hab richtig. Hast du kein ABS? Das war ABS. Ja, wollen wir mal probieren, anders zu bremsen? Also ja, aber hinter uns ist doch einer. Ja, der ist Achso, der ist weit genug weg. Ja, okay, mach. Das war jetzt nicht die Vollbremsung, also, ne? Das war deutlich besser. Das war besser auf jeden Fall. So, Leute, wir sind inzwischen in Bonames unterwegs. Wir fahren, glaube ich, zur Gekelgasse, oder? Ja. Da kann ich die auch gleich nochmal bewerten. Die Kameraführung könnte ein bisschen wackelig sein. Ist das gerade absichtlich? Was? Nein, weil du so fährst. So kann ich nicht ruhig halten. Da kommt die U-Bahn. Ah, hier sind wir früher immer lang gefahren, wenn wir als Kind waren, wenn wir zum Bonamesa Flugplatz gefahren sind. Erzähl mal was an diesem emotionalen Tag so über das Auto, über dich und deine Beziehung zu diesem Fahrzeug. Ja, ich mag das Auto halt nicht, weil es so schlecht anfangen kann bei Regen. Ach so, ja, und so schlecht bremsen kann bei Regen. Hast du es gerade gesehen, ne? In dem Moment, wo ich das Gas losgelassen habe, ist er auf einmal rübergefahren, aber vorher wäre er einfach gerade ausgefahren. Und ich bin jetzt ja auch nicht ultra schnell gefahren, ne? So, das ist die Gekelgasse. Wo? Lol. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Auto da reinfahren kann. Krass. Also, so Leute, damit man mich auch nochmal sieht hier. So. Ja. Und. Lol, da gibt's auch Fanta. Ja. Weil ich dachte mir so, warum ist die und Nutella. Und Eier. Ich dachte mir am Anfang so, warum ist die Nutella so ganz oben? Vor allem Eier. Stell dir mal vor, das ist so ein Automat, wo das so runterfällt und dann kaufst du dir Eier und die fallen da so runter. So, jetzt sind wir da. Das ist ja auch schon irgendwo. Ja, hier. Okay. Eieiei. Und das ist ja auch... Handy an, er ist ein Handy ja, an. Ja, geil. Da sind wir mit Oris Puffbus mit 20 drüber gebrettert oder mit 30. Mhm. Aber da möchte ich mit dem Ding nicht mal mit diesem Handy. Ja, geil. Aber der hat den Bus jetzt mit nach Frankreich genommen, oder? Beziehungsweise ja, ist mit dem wahrscheinlich nach Frankreich gefahren, oder? Ja, der ist gar nicht mit dem hergekommen. Der war die ganze Zeit da mit dem Bus. Ach so. Das heißt, der ist mit der Bahn gekommen, oder... Ja, ich glaube, der ist mit der Bahn gekommen und jetzt ist er... Hey, jetzt fahren wir doch wieder da vorne hin, da hört es doch wieder auf. Ne, wir fahren da rechts rein. Ah. Wenn wir hergekommen sind. So. Du würdest hier nicht mehr rausfinden, ne? Nee. Zu viele Wege. Und geil, ich glaube, die regen sich auf. Hey, sind wir eben auch schon an dir vorbei? Ja. Ja, die regen... ich glaube, die Frau war etwas angepisst. Ja, Pech gehabt. Sollte erstmal den Hund überfahren, ne? Mhm.
Sollen wir nochmal zurückfahren? Rückwärts? Ja, yes. So. Wir waren gerade an der Lessnick-Brücke. Krass. Mein Rucksack ist auf die Chips geflogen. Wir haben hier drei Chips-Tüten, die sind alle drei angebrochen und zwei davon haben die gleiche Sorte. Aber die sind handgekocht. Handgekocht? Ja, Colin spricht britisches Englisch. Handgekocht. Und hallo, das schmeckt so. What have you done today? Da ist das Heck wohl wieder ein bisschen ausgebrochen. Saß. Jawohl, ja! Ohne Bahnstrecke. Oh, die Schranke ist sogar unten. Fünf Wagen, Leute. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Oberrad. Lass mal anrufen und dann so, was? Hallo, hier ist Radio. Ja, wenn du jetzt so eine, du hast doch so eine Freisprechanlage. Lol, was denn als was eigentlich speichert? Ja. Geil. Boah, der Sound, jetzt doch den Bass aufdrehen. Ja, was ist? Ach so, ich soll reden. Ja, bist du gerade zu Hause? Nein. Ich bin gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Ah, dann können wir ja bei dir mit dem Auto mitfahren. Ja, was? Dann können wir ja bei dir mit dem Auto mitfahren. Dann schreibe ich euch einfach oder dir einfach. Ja, wir sind gleich schon bei dir. Wir sind schon vor dir da. Also wir sind ein bisschen mit Collins Auto unterwegs, weil das ist ja heute der letzte Tag. Und dann dachten wir okay, so... Wenn ihr ja, dann seid ihr wahrscheinlich wirklich vor mir da, weil ich muss erst mal den Parkplatz finden. Wir waren schon an der Lessnick-Brücke, wir waren an der Gekelgasse, sind halt ein bisschen okay rumgefahren. Ich habe ein bisschen gefilmt, wie Colin fährt, weil Abschiedsfahrt und so. Ja. Dann fährt er nicht mehr mit dem Auris. Ja. Sondern womit dann? Ja, mit meinem Auto. Touran. Ja, was? Ja, der Touran, ja? Hat sich geklappt? Ey. Ja. Was hat denn der für eine Farbe? Blau. Ja. Dunkelblau. Wir haben auch Chips im Auto. Ja, ihr habt auch die Bilder von meinem Corsa gesehen, der ist in einem ganz knalligen Grün. Ja. Ich will den auf jeden Fall entweder folieren oder lackieren. In SVB? Die Farbe sieht absolut scheiße aus. Fahr doch durch die Alpina Lackierhalle. So ja, genau, mach SVB. Nee, das ist eigentlich. Nein, das ist eigentlich die einzige Option, die es gibt. Dann will ich irgendwie schwarz oder sowas. Ah, schwarz ist doch langweilig. Silber oder sowas. Es ist langweilig. Mach doch orange-beige wie der P-Wagen. Nee, das ist scheiße. Ja, oder mach halt so eine Carbon. Dann mach, so ein, dann mach eine Carbonfolierung oder sowas Cooles. Noch viel schlimmer, das sieht halt dann wirklich aus wie Hartz-IV-Tuning. Ja, wie bei dem einen. Ja, wie beim Twingo. Ja, du hättest dir einen Twingo mal holen sollen. Ja, hatte ich sogar überlegt, aber im Umkreis gab es keinen. Also, das waren dann eigentlich über 200.000 gelaufen. Ach so. Die, gleich mal im günstigen Bereich waren. Und, ich wollte ja auch eine Automatik haben, weil die Strecke, die ich zur Arbeit sozusagen pendle, da staut sich. Mhm. Das ist das Handy auch ausgegangen, oder? Mhm. Nee. Ach so. So. Ach so, die Freisprechanlage ist ausgegangen. Ja. Johannes? Mach mal den Lautsprecher an. Ist an. Ah.